Ja, ihr nehmt doch Elite. Pa. Ich hab schon gegen kleine Kinder gekämpft, die waren härter als ihr. Oh, ich bin gleich tot, ich bin tot. Super. Ach, ich bin bei der Drückehe. Nein. Leck mich. Ach, mein Gott. So. Wenn das Fino ja wieder mal gestorben ist, geht's weiter. Naja. Geht's nicht auch da raus? Jupp. Wenn ich so in der Tür rumbacken würde. Hä? Wie hast du mich jetzt überholt? Was zur Hölle? So, ich war die ganze Zeit vor dir. Ich habe leichte Lecks, möchte ich anmerken. Ganz, aber. Ich war vor dir und dann warst du plötzlich irgendwie. Ja. Zuerst warst du vor mir, aber dann bist du da irgendwo stecken geblieben und dann war ich vor dir. Wieso stecken geblieben? Du warst hinter mir und plötzlich bist du auf der Map vorgesprungen. Nein, du bist aber an der Tür bist du stecken geblieben. Vielleicht bleibt bei dir mal was stecken. Oh Gott. Wie ist mit deinem Dildo? Nee, den brauche ich selbst. Der wird mir heute Abend noch viel Spaß bereiten. In meinem Arsch. Mit dem ich Nüsse knacken kann. Oh Gott, nee, Moment, ich habe das Spiel nicht beendet. Ich kann noch heilen. Puh, jetzt hatte ich im Moment gedacht, die Tanks sind jetzt nicht mehr belegt. Das wäre leicht ungünstig gewesen. So, sterb doch mal bitte. Ich habe mich schon als kleines Kind vermöbelt. Hört auf, euch zu wehren. Hey, da ist ja noch einer. Ich mag deine neuen Freunde nicht. Genauso wie ich für dich, Delfinio. Oh. Dankeschön. Kein Problem. Wenn noch einer aus Maul ist, komm doch hier. Hey, bist du? Nein. Nein, ich bin nicht so. Sind noch mehr Gegner. Oh, ich hab. Ich brauch mal eine göttliche. Na gut, nehme ich diese Elite-Pfeife. Oh, das sind zwei Elite-Pfeifen. Ich kann doch zaubern, warum benutze ich die Zauber nicht? Oh. Weil du dann nicht mehr triffst. Ja. Und ich dachte, du benutzt die Hexe. Du benutzt die Hexe. Ja. Ach, können die Elite auch zaubern? Die liegt in der Ecke. Ja, und wer hat dann die Zauber geworfen? Die Elite oder was? Ja, egal. Oder? Techno! Drrr. Noch ein Schluck oh, flüssig. Soll ich mal Feuernova machen? Mehr? Hast du keine Kekse mehr oder was? Nee. Oh, ich habe noch zwei Äpfel da liegen. Boah, warum leckt das gerade so? Ah, weil noch mehr Gegner gekommen sind. Mhm. Erklären natürlich die einige. Die beiden reichen noch nicht. Mehr kommen. Ich habe gerade mal wieder 10 Frames. Warum? Weil hier Wasser ist. Ja, aber trotzdem. Das ist kein Wasser, das ist einfach nur irgendwelche Matsch-Textur. Oh, die sind ja schon tot. Ich töte sie nochmal. Ich belebe sie wieder und töte sie nochmal. Das wäre auch mal cool, wenn man das in einem Spiel machen könnte. Gegner beleben, um sie nochmal zu töten. Willst du bitte mal sterben? Gut, bei Gothic, da stehen sie ja wieder auf, ne, wenn sie tot sind. Wenn sie tot sind? Nein. Wenn sie bewusstlos sind, meine ich. Ja, und das Tolle ist, du kannst sie dann mit dem Bogen erschießen und kriegst nochmal Erfahrungspunkte. Also, zumindest in Gothic 1. Hä, warum hat die auf einmal so viel Energie?
Ich war doch schon ewig weit unten. Heilen diese Gegner sich da oder was? Geht ja mal gar nicht. Was ist das denn? Was zur Hölle? Großer Fisch. Lecker Abendessen. Brauchen wir noch ein Lagerfeuer und dann geht los. Ich geh dann mal raus. So, ab nach Arintal. Speichern. Ach, brauchen wir nicht, wir sind Profis. Kapiert Profis. Ich muss einkaufen gehen. Shopping. Brauch neue Handschuhe. Oder alte Handschuhe. Wie geht? Ich zieh noch den alten Rotz von irgendwelchen alten Frauen an. Nein, nein, für mich müssen schon neue Tiere getötet und zu Handschuhen verarbeitet werden. Erstmal ein paar Wolfshandschuhe. Hat was. Boah, es steht, ich hab Standbild. Ich auch. Oh. Das geht okay. Weiter. Was war das jetzt? Matrix, Bullet Time. So, kurz Waffe wieder wechseln, damit ich den... Fragen, weiterspielen. Es gibt hier keine Bugs, weitergehen. Ey, hinter mir ist ein Wolf oder irgendwas, ich höre ihn. Oh, ich sehe ihn doch. Da steht Delfinio. Ja, Du hast gesagt, das ist ein Wolf. Ich habe gesagt, ich höre da einen Wolf. Habe ich mir gedacht, na, wenn du es eine ist, dann kann ich ja weitergehen. Oh, jetzt reagiert. Ja, wir haben manchmal einfach nicht reagiert und. Oh, warum habe ich 12 Frames? Ich glaube, ich muss mal kurz eine neue Aufnahme starten. In der Hoffnung, dass es besser wird. Wo willst du denn jetzt hin? Musst du mal ein bisschen weg. Ich benutze die Magie, die hat immer schon gut funktioniert. Ich muss dringend viele Tränke kaufen. Weil hat noch heute ist gar nicht mehr da. Apotheke ist geschlossen. Die Apotheke ist geschlossen. Die Apotheke ist geschlossen. In der Fernheim kommen wir auch nicht mehr. Tja, wir müssen schon nochmal 12 bis 15 Stunden spielen, bis wir wieder in die Apotheke kommen und Tränke kaufen können. Das sind schon nochmal 5-6 Dungeons. Voller noch viel mächtigerer Gegner. Ich bin vergiftet. Aber zum Glück habe ich hier irgendwoher unglaublich viele Heiltränke, Gegengifttränke. Auch wenn ich nicht weiß, woher, könnte es wohl wieder speichern. Speichern. Immer auf demselben Paschen. Oh, kritischer Error. Alle Speicherstände sind kaputt. Fang nochmal neu an. Wie dumm. Du hast ja meine Speicherstände. Nein. Ja, nicht. Fangen wir noch ganz von vorne an. Ach, da kommen schon die Skorpione, aber die können wir ignorieren. Okay. Du das sagst. Ja, was willst du denn damit? Die bringen kaum noch Erfahrungspunkte. Also doch an die Pfeifen. Können sie nicht mal selbst töten. So unfähig sind sie. Ja, Schlangen, die geben ordentlich Erfahrungspunkte. Yeah. So steht da immer Delfine, wenn ich eine Schlange treffe. Hat das eine Bedeutung? Es steht. Ach, einfach weiter. Ich laufe mal weiter. Und benutze ein bisschen Magie. Oh, die ist gar nicht aufgeladen, die Magie. Ich laufe mal weiter. Ja, ich hau mal schnell 10 kreischende Sterne raus und töte fast alles, was da rumstand. Und Rauschtrank. Ich hab das Magiesystem gerade verstanden, die arkane Magie. Es geht nicht darum, mächtige Zauber zu kaufen, sondern einfach nur ganz viele. Dass du irgendwie 20.000 mal denselben Zauber raushauen kannst. Richtig. Was leuchtet denn da so komisch? Oh, das sind Diebe. Wollen wir die töten? Es sind keine Briganten dabei, lohnt sich im Prinzip gar nicht. Vor allem, da ich keine Tränke habe.
ganz ungünstig. So, wo müssen wir jetzt hin? In die Halle wieder, oder? Ja, naja. Ist das die Halle? Ja, nee, das ist das Gasthaus. Da kommt man nur in die eine Seite rein. Müssen wir höher. Ja, die blockiert mal wieder alles. Schlimm. Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Da war es ja Mängel. Da lief keiner rum, hat uns ausgeraubt. Oh. Oh, was ist denn das? Irgendwas läuft heute nicht ganz rund. Noch weiter? Weiter, weiter. Sicher? Nee, das ist doch die Waffenhalle, oder? Nee, Halle der Fürsten. Ja, doch, ist richtig. Bin mal gespannt, ob wir jetzt gleich noch was machen müssen oder wirklich wieder in die Apotheke kommen. Dann könnte ich endlich Valkyrie werden. Halt! Was habt ihr hier zu suchen? Halt! Sagt, was ihr... Ich werde diese Botschaft anführen. Ihr dürft ja, eintreten. Lieber nicht mit dem. Beim Bate Dagorns. Welcher Geist eines Elfenurahns beschützt denn euren Hals? Deine Mutter. Was machst du da oben? Hör auf, in den zu reden. Die haben nur alle Gesprächoptionen. Mach doch nix. Doch, das buggt nur wieder. Ja, hier ist er. Warte, Dagorns, ihr lebt. Kommt zu mir. Oh, ich hab die schöne die Rüstung, Ältesten die haben beschlossen, euch zu glauben. Haus Fatim, was sagt ihr? Es wird dem Hause Faithien eine Ehre sein, den tapferen Fremdling in Ulm willkommen zu heißen und alle Beweise des Gerichts zu prüfen. Möge der Ehre Genüge getan werden. Möge der Ehre Genüge getan werden. Fremdling, ihr werdet zur Festung Ulm reisen, unter meinem direkten Befehl. Wenn ihr mit der Hilfe und Unterstützung des Hauses Fatin die verschollene Agalia von Erildorn wiederfinden könnt, wird die dankbare Elfennation für immer in eurer Schuld stehen. Allerdings muss ich euch auch vor dem Risiko warnen. Solltet ihr es nicht schaffen, euer Wort einzulösen, begebt euch nun in die Festung Ulm zum Haus Fatin und zeigt dies. Die Agalia von Erildorn ist die legendäre Rüstung. Gebt mir die Agalia von Erildorn. Schnell jetzt. Kommt her. Ich habe die Gerüchte gehört, aber stimmen sie? Habt ihr wirklich die verschollene Agalia von Erildorn zurückgeholt? Ja. Endlich. Die Agalia von Erildorn wurde gefunden. Nein. Ihr habt zwar unseren Verrat aufgedeckt, aber vielleicht kann ich das Haus Faithien trotzdem noch vor dem Untergang bewahren. Was zur Hölle? Sterbt, Fürst Galadriel. Haltet Vekus Fatin auf. Er ist verrückt. Hallo. Willst du da nur dumm rumstehen? Nee. Ich hatte noch ein Fenster. Fenster. Deine Mutter hat ein Fenster. Boah. Ich heil mich erstmal. Gib mir 2 Milliarden Erfahrung. Das Haus Fatin wird aufhören zu existieren. Ihr habt mein Leben gerettet. Und vielleicht die ganze Elfennation. Der Verrat des Hauses Fatin ist unbegreiflich. Und ihre Schande wird nie wieder vergessen werden. Aber die Elfennation soll sich ebenso lange an eure noblen Taten erinnern und an diesen bedeutenden Tag in unserer Geschichte. Und nun ist es mir eine Ehre, euch im Namen der Elfennation einige Geschenke zu überreichen, als Zeichen unserer Dankbarkeit. Außerdem habe ich angeordnet, dass das Haus Misume wieder in seinen früheren Status eingesetzt wird, als ehrenhafte Familie der Elfennation. Ich hege die Hoffnung, dass diese junge Frau, Narako Misume, dieses noble Haus wieder mit Freude erfüllen wird. Ich bin sicher, sie wird euch zudem noch persönlich für eure heldenhaften Taten danken wollen. Und kann ich nun etwas Besonderes für euch tun? Emendor geht es nicht gut und er hat deutlich zu verstehen gegeben, dass er nicht gestört werden will. Schwere Stürme ziehen über diese Lande und seine Zeit läuft aus. Ihr habt bewiesen, dass man euch trauen kann. Daher werde ich euch das Geheimnis des großen Turms verraten, in dem er wohnt. Ob er euch aber eine Audienz gewähren wird, steht auf einem anderen Blatt. In dieser Welt ist das, was man sieht, nur eine Spiegelung. Um die Wahrheit zu sehen,
muss man in einen Spiegel schauen. Dieser magische Spiegel wird euch den Weg in den großen Turm in den Nebeln zeigen. Der magische Spiegel wird euch den Weg... Der magische Spiegel gewährt euch Zutritt... Das mag ein würdiges Ansinnen sein, aber eines, das einschneidende Konsequenzen für die Elfennation hätte. Doch bei meiner Ehre werde ich es mir überlegen und tun, was immer ich zu tun vermag. Lebt wohl! Kommt ja, ja. näher! Welche Neuigkeiten bringt ihr? Ich will das Gold, du Arsch! Geh da weg! Kommt näher! Geh doch mal weg, na also. So. Plus 11 Gold hat sich voll gelohnt. Was machst du so? Mal ein bisschen geredet mit dem. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ins Gasthaus, lassen uns eine Belohnung geben, dann gehen wir mal in die Apotheke. Seid gegrüßt. Und hoffen, dass sie wieder auf hat. Wenn nicht, dann mach sie zu, aber für immer. Wenn sie nie geht. Und in die Waffenhalle muss ich auch noch mal. Ich brauche neue Rüstungen und so Zeug. Oh, steht schon wieder. Hey, guck mal, ein Drache. Wo bist du denn schon wieder? Ja, einfach mal wieder. Bist du aber zu langsam. Deinem fetten, hässlichen Arsch. Lass mich rein! Ich bin eine arme alte Frau, lasst mich rein und euch abschlachten, euch besuchen. Seid gegrüßt und willkommen in der Arientalschenke. Hör auf! Hä? Wieso? Wir haben doch schon ein Zimmer, oder? Komm mal her und mach die Tür auf. Hallo? Ja, ja. Deshalb gibt es doch gar keine Tür. Seid gegrüßt. Oder? Schön, euch wiederzusehen. Bist so. Mach wieder auf. Du sollst die Tür aufmachen. Ich bin unten. Was unten? Warum glitscht du jetzt durch die Tür durch? Mach die Tür wieder auf. Ach so, du meinst dich. Verstehst du, da hängt das selbst noch in der Tür und dann... Hallo, wo bist denn du? Hallo. Ich? Ja, du sollst die Tür aufmachen. Dummer Spasti. Ey. Ach, du meinst dich? Nee. Man doch. Das glitscht hier total, das ist der Wahnsinn. Ja, du musst erst warten, bis die Tür ganz auf ist und dann musst du durchgehen. Nicht ja, die Tür war ja ganz auf und du bist dann auch irgendwie da reingeglitscht und keine Ahnung und... Wo ist das die dumme Schlampe mit meiner Belohnung? Hallo? Kannst du die ansprechen? Ja. Was soll der Scheiß? Und wo sind meine Quests schon wieder hin? Ja. Weg. Habt ihr denn gar kein Schamgefühl? Nein. Bist du nur neidisch? Ich kann nicht mit dir reden, fick dich. Klingentanzring erhalten. Ich will auch was. Der adlige Treffer plus 2, Schaden plus 10%, Parieren plus 2. Noch was hier? Ja. Habt ihr denn gar kein Schamgefühl? Nee, ist hier nicht. Bitte lasst mich allein. Wer ist da? Bitte lasst mich allein. Bitte lasst mich allein. Bitte lasst mich allein. Bitte lasst mich allein. Ich hasse dieses Spiel. Warum denn? Weil sie hier entscheiden kann, wer von uns beiden jetzt die Hauptquests hat. Oder überhaupt Quests. Seid gegrüßt. Schön, euch wiederzusehen. Gut, in die Apotheke. Nein, erst in den Waffenladen, der ist näher.
Lass mich raus! Wo bist du schon wieder? Komm ja. Boah. Bist du einfach fetter Fettsack? Kannst du nicht schneller laufen? Ich musste mich noch ein bisschen ausrüsten bei meinem. Hast eh nur Schrott. Ach, deine billigen Rostdinger da. Wer baut überhaupt hier die Treppen? Na du. Als ja, du 9 warst. Stimmt. Und als du 10 warst und als du 12 warst. Deswegen sehen die auch so gut aus. Warum gibt's hier eigentlich keine Stadtwachen? Ah, ist der Tempel. Da will ich ja gar nicht hin. Oder? Nee. Wo war die Waffenhalle jetzt wieder? Kannst ja noch ein paar Kristalle kaufen. Die werden auch alle nicht funktionieren. Das war die Halle der Fürsten. Ach ja, richtig, hier war da hinten und die Apotheke kommt dann noch weiter hinten. Ist da vielleicht wieder ein Drache? Nein. Ach komm, fall hin und brech dir das Genick. Dann bist du wenigstens endlich mal nützlich. Willkommen in der Waffenhalle. Ich bin Ritter Neil Gaiman. Wie kann ich zu dienen? Die Waffenhalle hat es sich zur Aufgabe gemacht, die legendären Waffen, die Klingen und ein Elf besitzt das.